Kategorie. Da kommt sie auch schon. Genau, ich bin Marie. Ich erzähle gleich was zu Polizeigesetzen. Normalerweise, also ich habe diesen Vortrag so oder so ähnlich schon öfter gehalten, normalerweise habe ich immer mit dem Bayerischen Polizeiaufgabengesetz angefangen. Das war ja eine ganze Zeit lang ziemlich viel in den Medien, da gab es viel Berichterstattung zu. Und jetzt dachte ich, ich mache mal niedersächsisches Polizei- und Ordnungsgesetz, weil das ist gerade ganz aktuell. Ich habe letzte Woche an der Stellungnahme dazu gearbeitet und es wird am Donnerstag und Freitag im Niedersächsischen Landtag eine Anhörung geben im Innenausschuss. Das heißt, das niedersächsische Polizeigesetz ist das nächste, was jetzt ansteht, was demnächst verabschiedet werden soll. Deswegen dachte ich, ich mache da mal den Einstieg mit. Was ich jetzt aber machen möchte, ist gar nicht so sehr ins Detail gehen mit weder mit dem Bayerischen noch mit dem Niedersächsischen, sondern was ich eigentlich machen möchte, ist ein bisschen so einen Überblick geben. Weil in Niedersachsen, das hat man ganz deutlich gemerkt, jetzt im Vorfeld von dieser Anhörung, versucht man sich ganz explizit immer wieder vom Bayerischen Polizeiaufgabengesetz abzugrenzen. Das Bayerische war viel kritisiert worden und jetzt gibt es in anderen Landtagen auch Entwürfe für Polizeigesetze. Man versucht sich immer wieder von Bayern abzugrenzen. Man sagt, wir machen jetzt auch Polizeigesetz, aber es wird nicht so werden wie in Bayern. Und ich bin der Meinung, ganz, ganz viel von diesen Polizeigesetzen zieht sich aber durch. Die haben eigentlich in ihrer Schlagrichtung und in dem, was sie einführen, an ganz vielen Orten ganz viele Ähnlichkeiten. Und die möchte ich benennen, weil ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, wo da eigentlich der bundesweit das Gemeinsame drin liegt. Genau, und das Erste ist, all diese Polizeigesetze, die jetzt gerade novelliert werden, führen neue technische Maßnahmen für die Polizei ein. Das ist Videobeobachtung im öffentlichen Raum, das sind aber auch Staatstrojaner. Und in Niedersachsen und in Bayern sind es tatsächlich Staatstrojaner in beiden Formen. Also sowohl der Quellentelekommunikationsüberwachung, Quellen-TKÜ, als auch die kleinere Version davon, Online-Durchsuchung, wo nur in Anführungszeichen laufende Kommunikation ausgelesen wird. Und dass das aus den Gesetzen noch rausgestrichen wird, ist in Niedersachsen, glaube ich, gerade extrem unwahrscheinlich. Ich denke, es wird erstmal umgesetzt werden und dann vom Verfassungsgericht landen. Das Zweite, was in all diesen Gesetzen drin ist oder nahezu allen ist, und das finde ich ein gutes Beispiel, um deutlich zu machen, wie ungeeignet viele dieser Maßnahmen sind. Also in all diesen Polizeigesetzen, in Begründung heißt es immer, wir haben eine neue terroristische Gefahr und dem möchten wir entgegenwirken. Wir möchten terroristische Anschläge, von denen wir vermuten, dass sie kommen könnten, verhindern. Und viele dieser Maßnahmen sind meiner Meinung nach aber völlig ungeeignet, um genau das zu tun. Und ein Beispiel dafür ist die elektronische Fußfessel. Elektronische Fußfessel wird Menschen angelegt, um deren Standort zu überwachen. Das ist eigentlich eine dauerhafte Aufenthaltsüberwachung. Elektronische Fußfessel ist aber genau aus dem Grund meiner Meinung nach völlig ungeeignet, um einen terroristischen Anschlag zu verhindern. Weil wenn ich annehme, dass eine Person einen terroristischen Anschlag plant, dann bringt es mir auch überhaupt nichts, wenn ich ständig weiß, wo diese Person sich aufhält, weil ein terroristischer Anschlag ja der Sache nach vor allen Dingen an sehr alltäglichen und viel besuchten Orten stattfinden wird. Und das heißt, auch wenn ich weiß, dass die Person gerade die U-Bahn betreten hat, habe ich ja noch kein Zugriffsmoment. Das heißt, die elektronische Fußfessel bringt mir eigentlich überhaupt nichts. Und das wirklich Absurde ist, dass zum Beispiel im niedersächsischen Polizeigesetz in der Begründung zum Gesetzentwurf, der jetzt gerade vorliegt, sogar drinsteht, dass man sich eigentlich im Klaren ist, dass es nichts bringt. Man möchte es aber trotzdem machen. Genau. Und das trifft meiner Meinung nach auf viele Maßnahmen zu, dass hier eigentlich oft gar keine Sachgründe mehr genannt werden, vor allen Dingen in den Landtagen nicht. Man begründet gar nicht mehr, warum das jetzt eigentlich genau für die Gefahr, die man sich vorstellt, sinnvoll ist, geeignet ist, verhältnismäßig ist, sondern macht es und man macht es, weil die anderen Landtage es ja auch schon gemacht haben. Dann heißt es oft, naja, in den anderen Bundesländern ist es doch auch möglich, dann müssen wir das jetzt hier irgendwie auch machen. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem bei all diesen Polizeigesetzen, dass da eigentlich so ein Wettbewerb zwischen den Bundesländern stattfindet, ein gegenseitiges Aufwiegeln. Wenn erstmal eine Maßnahme in einem Bundesland geschaffen wird, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass sie in anderen Bundesländern auch nachziehen, diese Maßnahme auch schaffen. Das Dritte, und das ist wirklich der absolute Knackpunkt von vielen diesen Gesetzen, ist, dass der
Moment, in dem die Polizei eingreifen darf, vorverlagert werden soll. Die Polizei soll, und so steht es in all diesen Gesetzen drin, deutlich früher zugreifen dürfen, als sie das bisher darf. Bisher darf die Polizei zugreifen, auch bevor Straftaten stattgefunden haben, aber nur, wenn sie genug Tatsachen vorliegen hat, dass sie eine wirklich fundierte Wahrscheinlichkeitsprognose treffen kann, dass diese Straftat sehr wahrscheinlich eintreten wird, mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ist der Wortlaut in den meisten Gesetzen. Was man in Bayern hat man das über den Rechtsbegriff der drohenden Gefahr gemacht, in anderen Gesetzen heißt das anders, aber es ist eine ähnliche Formulierung, ist, dass man diesen Moment vorverlagert hat. Es muss nicht mehr der Schaden drohen, sondern es muss lediglich die Gefahr drohen. Das ist ein krasser Wandel einfach von dem, was Polizei machen soll und zu dem, wo Polizei befähigt ist. Und ein Beispiel, was ich in dem Zusammenhang gerne nenne, ist, und das ist auch dieses Bild dazu, ist, jemand geht in den Supermarkt oder in den Baumarkt und kauft sich Dünger. Und vielleicht kauft diese Person sehr viel Dünger, weil sie einen sehr großen Garten hat. Und das würde dann in Zukunft, zum Beispiel im Bayerischen Polizeiaufgabengesetz, was schon in Kraft ist, reichen, um daraus einen Verdachtsmoment zu konstruieren. Also um zu sagen, diese Person hat Dünger gekauft, vielleicht möchte sie daraus ja eine Bombe bauen, einen Anschlag begehen. Und das Problem, was man an dem Beispiel gut illustrieren kann, finde ich, ist, dass dadurch rechtskonformes Verhalten, die Person hat ja noch gar nichts gemacht, sie hat Dünger gekauft, das ist völlig in Ordnung, das darf man, daraus ein Verdachtsmoment konstruiert werden kann und dann, und da wird es dann wirklich schwierig, in der Folge vor allen Dingen freiheitsentziehende Maßnahmen getroffen werden kann. Das heißt, diese Person darf nicht nur überwacht werden, um möglicherweise diesen Verdachtsmoment, den man gegen die Person hegt, zu erhärten oder zu widerlegen, sondern die Person dürfte tatsächlich jetzt schon mit krassen Maßnahmen belegt werden. Und das wäre zum Beispiel Vorbeugehaft. Vorbeugehaft heißt, die Person wird in Haft genommen. Und in Haft genommen könnte sie in Bayern für standardmäßig 3 Monate plus unendlich lange Verlängerungen, das ist schon in Kraft. Und in Niedersachsen diskutiert man jetzt gerade 2,5 Monate als Höchstgrenze. Aber man muss sich auch den Vergleich vor Augen führen, wie vorbeugehaft jetzt gerade gehandhabt wird. Vorbeugehaft ist ein Mittel, was jetzt oder in den letzten Jahren in Polizeirecht auch vorhanden war, aber eigentlich als so Maßnahme gilt für Menschen, die akut selbst- oder fremdgefährdet sind. Also eine Person ist stark betrunken, stark gefährdet in dem Moment und kann dann für 24 Stunden in eine Ausnüchterungszelle gebracht werden. Und jetzt das bundesweite Maximum derzeit liegt, glaube ich, bei 10 Tagen. Niedersachsen ist mit 10 Tagen jetzt schon sehr hoch. In Berlin sind das 4 Tage. Genau, das heißt, wir sehen da einfach ein ganz neues Level an dem, was Polizei darf und vor allem, was für Maßnahmen sie damit verknüpfen darf. Viele dieser Maßnahmen zielen und tatsächlich auch im Gesetzestext auf Gefährderinnen und Gefährder ab. Und ich glaube, das ist eine absolute Schlüsselfigur, um eigentlich zu verstehen, was da gerade passiert. Gefährderinnen und Gefährder ist nämlich meiner Meinung nach an sich einfach schon eine extrem problematische Figur und gehört eigentlich nicht im Polizeirecht rein. Weil wenn man sich über den Begriff Gedanken macht, dann heißt ja Gefährder oder Gefährderin, diese Person ist in sich gefährlich. Sie ist ihrer Natur nach sozusagen gefährlich. Das heißt aber auch, sie ist dauerhaft gefährlich. Diese Gefahr wird ja niemals aufhören. Jede Person ist ja zu jedem Zeitpunkt in der Lage, eine Straftat zu begehen. Diese Gefahr endet niemals. Und Gefährder und Gefährderin wird als so selbstverständlicher Begriff verwendet, als gäbe es diese Person, die intrinsisch für immer gefährlich sind. Tatsächlich ist der Begriff ja aber gar nicht ausreichend definiert. Es gab kleine Anfragen im Bundestag dazu, es gab dann eine Antwort aus dem Bundesministerium des Inneren nach den Kriterien, die sind nicht öffentlich, aber von dem, was so nach außen gedrungen ist, heißt es dann, naja, Gefährder oder Gefährderin, das entscheiden immer die lokalen Beamten, wer das ist. Die Menschen werden in Dateien geführt und Indizien, die dazu führen können, dass jemand Gefährder oder Gefährderin ist, sind zum Beispiel Reisen ins Ausland oder Kontakt zu bestimmten Personen, Freundes- und Bekanntenkreis oder, das fand ich sehr nett, offensives Auftreten in sozialen Medien. Das sind alles Kriterien, die dazu führen, dass jemand in diese Gefährderdatei eingestuft werden kann und dann ja in der Folge mit diesen Maßnahmen belegt werden kann. Was das Problem unter anderem daran ist, dass es gar keine Kriterien gibt oder auch gar keinen Mechanismus, eine Person jemals wieder aus dieser Datei auszustufen. Jemand, der erstmal Gefährder oder Gefährderin ist, ist möglicherweise für immer Gefährder oder Gefährderin. Und dann ist es meiner Meinung nach in der Umkehrung ja eigentlich nur logisch, wie man es in Bayern gemacht hat, die Person für immer einzusperren. Weil wenn ich erstmal annehme, dass die Person
gefährlich ist und für immer gefährlich sein wird, dann macht es wirklich nur Sinn, die Person auch für immer in Vorbeugerhaft zu nehmen. Aber das kann ja nicht der Standard im Polizeirecht sein. Das dürfte, darf eigentlich in einem Rechtsstaat nicht sein, dass ich davon ausgehe, dass eine Person für immer gefährlich ist. Also da liegt, glaube ich, wirklich so ein Schlüsselmoment in den Gesetzen. Genau, das ist einfach ein krasser Wandel, der da stattgefunden hat. Das wurde in der Vergangenheit auch schon häufiger als Paradigmenwechsel, als rechtsstaatlicher Paradigmenwechsel bezeichnet. Und ich bin sehr froh, dass es jetzt auch diese Stellungnahme gab vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags. Die kam vor 10 Tagen raus, Ende Juli, wo tatsächlich die höchste Stelle praktisch selber dieses Wort auch verwendet hat. Also im Text, ich habe das hier markiert, steht drin, diese Vorverlagerung der Gefahr, also im Bayerischen Polizeiaufgabengesetz, drohende Gefahr, wenn das durchgesetzt wird, dann würde das einen Paradigmenwechsel darstellen. Also es wurde wirklich vom Wissenschaftsdienst des Bundestages genauso auch gefasst. Das heißt, man kann jetzt eigentlich davon ausgehen, dass es gibt ja jetzt schon verfassungsrechtliche Prüfung dessen, dass da eigentlich in Zukunft nochmal eine Entscheidung zu fallen wird. Genau, das waren diese Maßnahmen, die jetzt in all diesen Polizeigesetzen drin sind, die jetzt gerade aktuell in den Landtagen liegen oder demnächst beschlossen werden. Ich glaube, es lohnt sich, um das ein bisschen zu kontextualisieren, nochmal zurückzublicken, wo das eigentlich begonnen hat und wo das herkommt. Und zwar war das 2017, dass wir die ersten Polizeigesetznovellen hatten. Das war in Baden-Württemberg und Bayern, wo 2017 die ersten Gesetze vorgelegt wurden, die dann auch beschlossen wurden, wo zum ersten Mal diese Schlagrichtung bekannt wurde. Also dass man jetzt in diesen neuen Bereich reingehen möchte, in diesen präpräventiven Bereich. Richtig Aufmerksamkeit hat das Thema aber eigentlich erst Anfang diesen Jahres bekommen, im Frühling. Da hat Bayern dieses Polizeiaufgabengesetz vorgelegt, den neuen Gesetzentwurf. Der war damals ein riesengroß, riesenkompliziertes Gesetz mit sehr, sehr vielen neuen Befugnissen. Und das hat damals richtig Aufmerksamkeit bekommen auf einmal. Da gab es ganz viel Berichterstattung. Ich habe selber auf netzpolitik.org dazu berichtet, es haben super viele andere Medien dazu berichtet und das Thema war auf einmal riesengroß in den Medien. Und in der Folge hat sich dann in Bayern ein großes Protestbündnis gebildet und auch sehr spannend, vor allen Dingen in Bayern ein sehr, sehr breites, also es waren Parteien vertreten, es waren außerparlamentarische Gruppen vertreten, es waren Gewerkschaften, es waren die Kirchen, also es war wirklich unglaublich breit aufgestellt und wenige Tage bevor das Gesetz beschlossen wurde, sind in München 40.000 Menschen auf die Straße gegangen, um dagegen zu protestieren und das ist für Münchner oder bayerische Verhältnisse wirklich riesig. Es war ein Riesenprotest. Jetzt regiert ja in Bayern die CSU in alleiniger Mehrheit, das ist der Innenminister Joachim Herrmann und die haben das Gesetz natürlich trotzdem beschlossen. Also es gab großen Protest, alle anderen Parteien haben sich dagegen gestellt, die CSU hat es trotzdem beschlossen. Und dann ist es am 25. Mai in Kraft getreten. Was aber wichtig dazu ist, ist, dass ja nicht alle Bundesländer eine alleinige Mehrheit der CSU haben. Es gibt in den anderen Bundesländern sehr wohl auch gerade Protestbündnisse, die sich bilden. Das ist auch spannend, weil sich jetzt auch diese Protestbündnisse in den einzelnen Bundesländern anfangen, miteinander zu vernetzen, sich da auszutauschen. Genau, und es da auch schon kleine Erfolge gab. Also zum Beispiel in Bremen hat tatsächlich, nachdem das Protestbündnis ziemlich offensiv von Anfang an aufgetreten ist, hat man die Entscheidung vertagt. Man hat das auf den Herbst verschoben und genauso in NRW. Auch in NRW gab die erste Lesung im Landtag, danach gab es großes Protest im Parlament und man hat das dann auf den September verschoben. Verschoben heißt natürlich jetzt noch nicht, dass es nicht passiert, es wird auf jeden Fall kommen. Aber man merkt auf jeden Fall, dass der Protest in anderen Bundesländern wirksam ist und dass da gerade was in Bewegung ist und dass da was passiert. Und was ich aus Sicht der Bündnisse, die sich dagegen schließen oder den Menschen, die sich da gerade engagieren, spannend finde, ist, wie man da eigentlich argumentativ dagegen gehen kann. Und meiner Meinung nach ist dieser Gefährderbegriff halt ein Schlüsselbegriff, wo man wirklich ansetzen kann, wo man sagen kann, das darf nicht sein im Rechtsstaat, diese vorhersagende Polizeiarbeit, die eine Person festmachen soll, die eine Straftat begehen wird, noch bevor sie eine begangen hat, das ist an sich eigentlich eine problematische Vorstellung. Das ist schwierig, weil wir damit eine Person gefährlich machen und gar keinen Mechanismus haben, wann diese Person nicht mehr gefährlich sein soll. Das Zweite, wo man, glaube ich, gut ansetzen kann, ist der Begriff präventiv.
viele dieser Polizeigesetze werden immer wieder damit argumentiert, na, man möchte ja präventiv vorgehen. Und präventiv hat so diesen Klang von so effizient und irgendwie sinnvoll und es kommt irgendwie auch so aus dem Pädagogischen und das klingt erstmal total plausibel. Und ich glaube, da muss man wirklich aufpassen, dass man sagt, naja, aber die Polizeibehörde ist keine Präventivbehörde. Also freiheitsentziehende Maßnahmen von Seiten von Polizistinnen und Polizisten sind keine Präventivmaßnahmen im klassischen Sinne, sondern Präventivarbeit im klassischen Sinne ist Sozialarbeit, ist Jugendarbeit, ist Bildungsarbeit, ist Stadt- und Raumplanung. Also das kann viele Bereiche treffen, aber das ist nicht, sind nicht neue Polizeigesetze, die irgendwie Präventivarbeit sind. Und da war ich sehr froh für meine Stellungnahme. In Niedersachsen habe ich hier den Verfassungsschutzbericht von Niedersachsen von 2017 gefunden, wo der niedersächsische Verfassungsschutz selber schreibt, auch er findet, Präventivarbeit heißt Bildungsarbeit. Da war ich ganz glücklich drüber. Genau, und damit wäre ich auch schon mal am Ende. Also um das zusammenzufassen, was ich gerade da sehe in diesen ganzen Polizeigesetzen, die gerade überall verschärft werden, ist, wohin sich das bewegt, ist, man möchte vorhersagend arbeiten. Man möchte der Polizei die Rechtsbegriffe an die Hand geben und die technischen Mittel an die Hand geben, um Straftaten vorherzusagen, noch bevor sie geschehen. Und das wird auch in den nächsten Jahren einfach eine Riesenfragestellung sein. Wie geht man damit um? Es gibt diese Pilotprojekte auch in Niedersachsen zum Beispiel zu Predictive Policing, also schon Software, die damit arbeitet, Straftaten vorherzusagen. Gerade sind das vor allen Dingen Einbrüche. Aber ich glaube, das sind einfach viele Fragestellungen, die in nächster Zeit da kommen, wie man damit umgehen möchte, wo da die Grenzen sind. Und meiner Meinung nach sollten diese Grenzen nicht nur juristisch verhandelt sein. Also es darf nicht sein, dass diese Polizeigesetze durchgehen in den Landtagen und danach vielleicht vom Verfassungsgericht teilweise wieder einkassiert werden oder teilweise umgeschrieben werden müssen, sondern ich glaube, da muss eigentlich eine viel stärkere, viel breitere Debatte und auch vor allem diese technischen Maßnahmen auch viel breiter diskutiert werden, um da wirklich sinnvoll dagegen zu agieren. Dankeschön. Will jemand Marie noch etwas fragen? Da. Hallo. Disclaimer, ich arbeite hier in Berlin für eine Landtagsfraktion und beschäftige mich sehr viel mit Polizeirecht. Einen Hinweis habe ich. Die Fußfessel kommt meistens in Verbindung mit der Aufenthaltsanordnung. Also die wird nicht gesondert geregelt. Insofern ist es richtig, dass sie zwar irgendwie gerade ein Modeprodukt ist. Ich weiß auch nicht, wer die. In Deutschland gibt es auch nur einen Anbieter dafür, der anscheinend sehr gutes Marketing macht. Aber nutzloses Zeug. Aber darf ich dazu ganz schnell was sagen? Genau, also die Fußfessel wird zum Beispiel in Niedersachsen und ich glaube überall immer genau über Aufenthaltsfair und Gebot geregelt und zur Durchsetzung des Aufenthaltsfair oder Gebot ist dann die elektronische Fußfessel da. Das macht ja auch, also um ein Aufenthaltsverbot durchzusetzen, macht das ja Sinn, aber für einen terroristischen um einen terroristischen Anschlag zu verhindern, kann ich ja kein Aufenthaltsverbot für was denn verhängen? Für ganz Berlin oder für ganz, also das ist ja genau der Punkt, den ich damit machen möchte. So den terroristischen Anschlag, den ich befürchte, kann ich damit nicht verhindern, weil dafür macht ein Aufenthaltsverbot auch keinen Sinn. Da, also ich kann mir tatsächlich Fälle konstruieren, ich weiß nicht, irgendwie Stalking-Fälle oder so, wo man tatsächlich vielleicht noch Aufenthaltsverbot verhängen kann für bestimmte Straßen oder Gebiete, aber halt nicht für terroristische Anschläge. Das war mein Punkt damit. Ja, das sehe ich ganz genauso. Und für Stalking ist es zumindest hier in Berlin, beziehungsweise Gewaltschutz ist es hier in Berlin schon im ASOG geregelt. Und insofern hoffen wir, dass die anderen Regierungsfraktionen da auf keine blöden Ideen kommen. Eine Frage habe ich zum Gefährder, was du davon hältst. Für mich eines der Hauptprobleme ist, dass diese Einstufung hat ja unwahrscheinliche Beschränkungen in der Freiheit der Person, zieht die nach sich, die die Person zunächst einmal gar nicht mitbekommt, beziehungsweise ausdrücklich nicht mitbekommen soll. Und damit wird jeglicher Rechtsschutz entzogen. Und das halte ich eigentlich für ein wesentlich problematischeres Feld, dass ich hier dass Personen Gegenstand polizeilicher Maßnahmen werden und der Maßnahme inhärent ist, dass ich mich nicht wehren kann. Also das halte ich für eine der
wesentlichen, viel schlimmeren Gefahren. Ja, genau. Also genau das wird ja auch häufig kritisiert. Also ich glaube, ich bin so ein bisschen durcheinander mit den ganzen Polizeigesetzen. Ich meine, in Bayern wurde das auch stark kritisiert und ich meine, in NRW und Niedersachsen wäre es genauso. Man hat keinen Anspruch auf Rechtsbeistand bei Vorbeugerhaft. Was krass ist, eine Person wird für 2,5 oder 3 Monate eingeknastet und hat keinen Anspruch auf Rechtsbeistand. Und da würde ich, und so sarkastisch das ist, aber da würde ich meiner Meinung nach auch sagen, aber es macht nur Sinn. Also ich würde genauso wie bei der Unendlichkeitshaft in Bayern sagen, es ist nur konsequent. Also wenn ich annehme, dass eine Person gefährlich ist, ohne dass ich ihr irgendwas vorwerfe, also ich werfe der Person ja auch nichts vor, dann ist es nur konsequent, die Person erstens für immer einzusperren und zweitens ihr auch keinen Rechtsbeistand zu geben, weil gegen was soll sie sich denn wehren? Ich werfe ihr ja gar nichts vor. Also was soll denn ein Rechtsbeistand machen, wenn es gar keinen Tatvorwurf gab? Es ist ja noch gar nichts passiert. Also es ist ja noch nicht mal Vorbereitungshandlung zu irgendwas geschehen, weil das wäre ja im Fall von Terrorismus schon strafbar. Es ist ja wirklich noch gar nichts passiert. Die Person hat sich ja vermutlich rechtskonform verhalten. Und genau, und deswegen finde ich es auch ein bisschen schwierig, in so Debatten dann dazu zu sagen, naja, da muss man wenigstens Rechtsbeistand einführen, da muss man wenigstens Richter oder Richterinnen Vorbehalt, weil ich finde, das macht die Maßnahme in sich nicht besser. Okay, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann doch, es gibt noch eine. Ja, ist eher ein ganz kurzer Kommentar, weil ich sozusagen als Gegenposition die bessere Prävention oder gegen Radikalisierung, dass der Verfassungsschutz über Sozialpädagoginnen seine Lauscher an Schulen installiert, finde ich tatsächlich auch wichtig, also diesen Präventionsbegriff in Frage zu stellen und zu sagen, Radikalisierung hat ja auch irgendwelche Gründe und Prävention wäre es dann vielleicht zum Beispiel auch gegen soziale Ungleichheit anzugehen. Ich glaube, es kann radikalisieren, wenn sich kurzfristig 40.000 Leute mobilisieren lassen und es politisch überhaupt keine Folgen hat. Oder ich glaube auch, was den Islamismus angeht oder den islamistischen Terrorismus, dass die Kriegführung, die Deutschland einfach in Afghanistan, Syrien, Mali und so durchzieht, auch Ursache davon ist. Also ich würde einfach nicht nur bei so einer besseren Prävention stehen bleiben, sondern das Ganze im Grunde nochmal gesellschaftlich ein bisschen erweitern. Genau, also zu dem Präventionsbegriff oder wo ich da kurz drüber gesprochen habe, ich glaube, was ich damit nochmal verdeutlichen möchte, was mir wichtig ist, in der ganzen Debatte zu sagen, ist, wir sehen das seit einem Jahr, anderthalb Jahren, dass überall Polizeigesetze verschärft werden und ich glaube, es lohnt sich einfach nochmal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, warum eigentlich? Also was genau bewirken diese einzelnen Maßnahmen eigentlich und warum müssen wir eigentlich Polizeigesetze überall verschärfen und was hat das für Konsequenzen? Und da fand ich, also in Niedersachsen fand ich zum Beispiel sehr bezeichnend, im Zuge dieser Stellungnahme, die ich gemacht habe, habe ich mich nochmal näher damit beschäftigt und ich habe mir zum Beispiel angeguckt, den alten Koalitionsvertrag von 2013, Rot-Grün damals in Niedersachsen, da wollte man, sehr, sehr spannend, das Polizeigesetz damals entschärfen. Man wollte zum Beispiel die Vorbeugerhaft, die da 10 Tage war, auf 4 Tage herabsetzen, auch einige andere Maßnahmen herausschmeißen. Und das ist doch, also ich finde, das ist einfach sehr bezeichnend, sich das nochmal vor Augen zu führen, zu sagen, innerhalb von 5 Jahren diesen Wandel von so, wir wollen das Polizeigesetz entschärfen zu, ah ja, wir brauchen auf jeden Fall ein krasseres Polizeigesetz und neue Befugnisse, wie sich die Bundesländer gegenseitig so ein bisschen aufgewiegelt haben und da einfach so gerade so viel Fahrt drin ist in dem Ganzen, das, glaube ich, lohnt sich nochmal einen Schritt zurückzugehen, zu fragen, was ist eigentlich Prävention, was ist eigentlich sinnvoll da? Okay, sieht aus, als gibt es keine Fragen mehr, dann vielen Dank. Dann nähern wir uns also dem Ende. Es gibt noch 3 Ansagen, und zwar einerseits von der OKF. Die haben ja nämlich diesen Prototype-Fund gemacht und die Bewerbungen für den Prototype-Fund gehen nur noch bis zum 30.09. Also habt ihr nicht mehr so lange Zeit und falls es Rückmeldungen oder Fragen gibt, dann gerne die Frau da hinten mit dem blonden Haaren und dem P auf der Bluse ansprechen. Die freut sich da auch drüber, glaube ich. Und andererseits dann noch von der DigiGas. Und zwar wollte ich daran erinnern, dass der Kampf für unsere Grundrechte nicht umsonst ist und wir uns unglaublich doll über Spenden freuen würden. Die Spendenseite findet ihr auch total easy auf der Website digitalegesellschaft.de ganz oben. Und genau,
Dann gibt es noch eine Anmerkung von der Seabase. Und zwar findet ab Donnerstag etc. statt. Das ist der 23. Geburtstag von der Seabase. Und die haben da auch ein volles Programm. Und zwar donnerstags gibt es Podcasts von damals, freitags Seabase-Hacks, samstags Grillen und Chillen. Und dann am Sonntagmorgen gibt es ein philosophisches Frühstück. Ja. Genau. Dann ist der Abend auch jetzt schon zu Ende. Ich hoffe, wir sehen uns alle nächstes Mal. Wir sehen uns nicht nächstes Mal. Dann nochmal ein dickes Danke an die Seabase-Crew. Ich finde euch toll. An das Publikum auch. Ihr seid ein sehr angenehmes Publikum gewesen das letzte Jahr. Und auch vor allem noch an die Digi-Guests. Und dann war es das auch. Schönen Abend euch.